Gott hat sich verborgen. Er wohnt in einem Licht, dem sich niemand nähern kann, schrieb Paulus. Deshalb können wir nichts wissen über Gott. Alles bleibt Spekulation. Es sei denn, Gott offenbart sich uns. Christen glauben, dass Gott genau das getan hat. Er hat zu den Menschen gesprochen. Er hat sie beauftragt, seine Worte weiterzugeben. Und er hat sich in Jesus Christus offenbart. Sein Leben, seine Worte und seine Taten haben uns Gott gezeigt. Gott hat seine Worte in die Köpfe und Herzen von Menschen geschrieben. Menschen haben sie unter seiner Leitung und Führung aufgeschrieben. Für Christen ist die Bibel deshalb sein Offenbarungsbuch. Auf dieses Wort, auf das eine Wort, kannst du dich verlassen und ihm vertrauen. Doch dieser Glaube ist umkämpft, auch in der Kirche. Können aufgeklärte Menschen heute noch an Offenbarung glauben? Ja, sie können, und zwar aus guten Gründen. Die Mediathek Offenbar will zeigen, warum das so ist und warum es gute Gründe gibt, den Worten der Bibel zu vertrauen. Und sie will helfen zu verstehen, was Gottes Wort uns offenbart. Denn ohne Offenbarung bleiben wir im Dunkeln. Ohne Offenbarung haben wir keine Hoffnung. Ohne Offenbarung hat die Kirche wirklich nichts zu sagen. Und ohne Offenbarung gibt es keine wirkliche Kirche. Offenbar lädt dich ein, das erstaunlichste Buch der Welt neu zu entdecken und den großartigen Gott, der uns durch dieses Buch so nahe kommt.